In der ersten Stufe der geplanten Neugestaltung der äußeren Seestadt in Bregenz konnte sich das Dornbirner Architektenduo Oskar Leo Kaufmann und Albert Rüff mit ihrem Entwurf unter 13 Teilnehmern durchsetzen. Kaufmann zum Projekt. Unser Konzept, wenn man sich im Prinzip einmal, ich sage mal, das Schema hier anschaut, gliedert sich im Prinzip in die vier Teile. Einmal in den Bahnhof, der neu zu gestalten ist, parallel zu den bestehenden Gleisanlagen. Dann einmal der Office Tower oder das Hochhaus und sag mal, das Kernstück, die Wohnbebauung mit darunterliegender Mall und hinter der bestehenden Brücke noch einmal diese Wohnbebauung mit erdgeschossig Office-Geschichte. Ziel der Architekten war es, dem Stadtbild eine urbane Platzgestaltung zu verschaffen. Die Hauptidee war eigentlich, dass wir sagen, dass das neue, im Prinzip liegt hier die innere Seestadt, das Projekt wird ja auch gerade ausgeführt. Wir wollten eigentlich diesen Rundweg, den es gibt mit Festspielareal, Kunsthaus, neuem Landesmuseum und dem inneren Seestadt, wollten wirklich ergänzen, dass dieser Rundweg weitergeführt wird. Wir werden in diesem Punkt hier die Menschen fassen und die Menschenströme fassen und neu gliedern. Das heißt, die Besucher, die im Prinzip den Rundweg machen zum Festspielareal, werden vorne abgefangen über eine großzügige Rampe direkt über die bestehende Gleisbrücke geleitet und somit kommen die direkt zum Festspielareal. Die gesamten Bahnhofsbesucher, Mallbesucher sowie Office Tower Besucher werden hier abgefangen und werden dann direkt in die einzelnen Funktionen eingeleitet. Das Konzept ist noch nicht ganz fertiggestellt. Wir sind beauftragt zum Definieren, wie die weiteren Schritte der Wettbewerbe aussehen. Im Moment sieht es so aus, dass der Bahnhof einbaulos wird, das Hochhaus einbaulos, sowie die Wohnbebauung hinter der Brücke. Hierzu werden wir Vorschläge bzw. ich sage mal grobe Parameter entwickeln, die natürlich eine große Freiheit überlassen dem einzelnen Projektanten. Und ich glaube, die restlichen 12 Teilnehmer können sich aussuchen, bei welchen Wettbewerben sie mitmachen und sich anschließen. Bis wann kann man hier mit einer Umsetzung rechnen? Gibt es hier schon zeitliche Vorgaben? Prinzipiell wurde uns gesagt bei der Jury-Sitzung, dass im September die weiteren Entscheidungen, also dass die Wettbewerbe, die restlichen, abgeschlossen werden sollen. So Kaufmann im Voll-Live-Interview.